So, herzlich willkommen. Jeder kommt noch jemand rein. Wunderbar. Schaltet doch alle die Kamera ein, wenn ihr gleich nicht gerade nackt irgendwo rumsteht. Könnt ihr das gerne machen. Genau, dass wir hier uns miteinander auch gut verbinden können über das Bild. Ja, wunderbar. Heute Mittag, ich glaube Mittag war es so, war bei mir so, was könnte mir Freude machen heute? Und irgendwie war gerade so, dass da, ich muss diese Herzenergie schenken, ich muss das irgendwie, ich muss ein Feld kreieren, wo dies möglich ist, diese Herzfeldheilung unterstützt quasi gerade in diesen Zeiten, wo so viel Veränderung ist, wo so viel raufkommt, die Menschen in Prozesse sind, innen und außen. Und da ist aus meiner Sicht einfach voll wichtig, zu sich wiederzukommen, bei sich stabiler zu sein, in der Ruhe zu sein in sich und diese Herzqualität zu spüren, weil das ist so die heilende Essenz in euch allen, in uns allen. Genau, und deshalb, weil ich ja im Human Design ein Generator bin, heißt es, ich muss der Freude folgen. Also bin ich jetzt hier mit euch und ich hoffe, es freut euch auch. Die einen kennen mich noch nicht, die anderen waren schon öfters bei mir dabei. Ja, das ist einfach mal so eine Energieübertragung quasi. Lasst euch einfach darauf ein, gebt euch hin quasi. Wir machen zwei Sessions in diesem Sinne, zwei Übungen oder einfach Aktivitäten. Die erste, da dürft ihr selbst noch etwas wirken und selbst für euch zu euch kommen. Und bei der zweiten geht es dann mehr einfach, dürft ihr auch komplett hingeben und ich erstelle oder ich öffne ein Feld, ja, der Herzqualität. Wie hört sich das an für euch, Leute? Seid ihr dabei? Ja, eh schon, oder? Yeah, cool. Nina, Fabienne, voll schön euch zu sehen. Sonja, hast du auch ein Bild? Ein Video, meine ich. Das wäre noch cool. Ja, gut. Ich frage jetzt nicht, wie es euch geht. Sonst sind wir morgen noch hier. Nein, ich hoffe, es geht euch gut und wir müssen gar nicht viel sprechen. Wir müssen gar nicht viel sprechen. Ich war letztens an einem Meditationsretreat, 5 Tage. Wir haben kein Wort gesprochen miteinander, nur meditiert. Wir waren 30 Leute und haben nur meditiert, aber nicht gesprochen miteinander. Und es ist voll heilend irgendwie. Weil meistens, wenn wir sprechen, das könnt ihr bei euch selber mal beobachten, ist es aus dem Verstand raus. Der Verstand will irgendwas wissen, will irgendwie Recht haben auf irgendwas, will irgendeine Geschichte erzählen. Und das bringt uns oft wieder in eine emotionale Stimmung rein, manchmal eben auch ein bisschen schwer, so, wenn wir miteinander sprechen. Ja, weißt du, da die Welt und so. Und schon sind wir wieder da drin, obwohl das schönste Wetter da ist, die Spatzen pfeifen und eigentlich alles gut sein könnte, eigentlich alles. Aber wir kommen oft über das Gespräch auch wieder in eine Anhaftung der Emotion. Und deshalb, jetzt spreche ich so viel wieder, so lustig. Und deshalb achtet mal auf euch, von wo aus ihr sprecht. Ob es aus einer Geschichte im Verstand ist oder ob es aus dem Herzen ist, ob ihr euch hier spürt, hier unten. Weil dann brauchst du gar nicht so viele Worte und hast trotzdem die Energiequalität, die eigentlich für sich spricht. Genau. So, also, und jetzt gehen wir rein. Setzt euch aufrecht hin. So, die erste Übung ist im Sitzen, bei der zweiten könnt ihr euch dann auch hinlegen. Beziehungsweise, ja, setzt euch hin, es ist besser, wenn ihr euch jetzt schon hinsetzt. Also. Es geht darum, bei euch anzukommen.
Das heißt, ihr dürft schon mal gerne die Augen schließen und ich werde euch anleiten, wo es hinführt. Also, wir sind hier ja alle energetisch verbunden. Dann sag dir einfach mal, ich verbinde mich jetzt mit allen Menschen in diesem Raum. Ich verbinde mich mit allen Herzen in diesem Raum. Genau, damit wir einfach ein stärkeres Feld erzeugen können. Und nun löst dich für einen Moment von allen Themen, die gerade da waren heute, von allem, was noch nicht erledigt ist, etc. Einfach mach mal Pause von allen Dingen im alltäglichen Leben, die dich vielleicht beschäftigen, beschäftigt halten. Und ja, dreh die Ohren quasi um, lausche nach innen, schaue nach innen, fühle nach innen. Was bewegt sich in dir? Wie atmest du gerade? Bring 100% deiner Aufmerksamkeit deinem Körper, deinem Sein entgegen. Egal, was links ist, was rechts ist, was oben und unten geschieht, ist jetzt komplett egal. Das Wichtigste ist jetzt einfach dieses Wahrnehmen in dir. Und wenn du magst, kannst du mir jetzt gerne nachsprechen. Ich bin vollkommen bereit, im Hier und Jetzt, in diesem Körper, auf dieser Erde zu sein. Jetzt! Spüre diese Kraft in all deinen Zellen, wenn du vollkommen hier bist. Wenn dein Tempel 100% bewohnt ist von dir. Spürst du das Kribbeln, die Vibrationen in dir? Spürst du das Leben in dir, das einfach so ist? Das pulsiert in dir. Wow. Gib mal eine Wow in deine Zellen rein, in deinen Körper. Wow. Und auch falls du irgendwo Verspannungen hast oder Schmerzen oder sonst irgendwie Unwohlsein, wow, was habe ich mir hier kreiert? Wow, geh mal so ran an das Ganze, statt mit Ablehnung in eine Annahme. Nun schau, wie dein Atem ist. Ist er flach und kurz oder ist er tief und lang? Nimm eine Hand und leg sie mal auf den Bauch.
So, wir schaffen zuerst mal Verbindung zu deiner Erdung, zu deinem Bauchraum. Du spürst die Hand auf deinem Bauch und automatisch geht auch dein Geist dorthin und du bleibst dort. Wenn es für dich natürlich ist, dann spür diese Bauchatmung, wenn du dort ganz natürlich hinatmen kannst. Spür die Bewegung. Spür die Berührung, vielleicht die Wärme. Verankere dich dort. Und bring mal ein Lächeln auf dein Gesicht. Nicht zu viel Konzentration, nicht zu viel Anstrengung. Lächelt mal, Leute. Lächelt mal in euch rein. Nicht für mich, für euch selbst. Lächelt mal in euren Darm rein. Bringt Freundlichkeit in eure Leber rein. Bringt Offenheit in eure Milz rein. Bringt Vertrauen und Gelassenheit in eure Nieren rein. So dieser untere Bereich, das untere Energiefeld, das steht ja für's Weltliche, für die Erde, für das Leben, für die Verwurzelung und Stabilität. Also wenn du dich dort verankern kannst, dann bist du nicht so leicht zu zerstreuen und umherzuschubsen, wenn du in dir ruhst. Und wenn wir dem Geist den Bauch geben, dann senken wir das Qi, also die Energie. Gut, dann lass diese Hand auf dem Bauch noch und nimm die andere Hand und die legen wir jetzt auf den Brustraum, auf die Brust drauf. Genau. Und auch hier spür zuerst mal wieder diese Berührung vom physischen her. Vielleicht nimmst du sogar deinen Herzschlag wahr mit der Hand. Wann hast du das letzte Mal dein Herz schlagen hören? Fühlen? Lächle gleich mal in dein Herz rein, dein physisches. Bring Liebe dort rein. Und auch hier wieder. Nicht für mich, für dich selbst. Es geht hier um dich. Wie viel Liebe kannst du dir geben? Wie viel Liebe erlaubst du dir selbst zu schenken, zu sein? Und was ist der Gewinn, das nicht zu tun? Darf sich das lösen und verändern, bitte? Spüre deine Lungen rein, lächle in deine Lungen rein. Wow. Fühl diese Lungen mal so richtig mit Luft bis in alle Ecken und Bereiche rein. Und atme mal über den Mund alle Belastungen raus in der Lunge. Einatmen. Lass mal allen Druck raus.
kannst auch mit dem Ton S arbeiten, mit dem S. Reinigen, 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 reinigen. Bring weißes Licht in die Lungen. Nein. Strahlendes, weißes Licht voller Mut und Selbstbewusstsein. So, wenn du diesen Bereich öffnest, deine Kraft anerkennst, Raum schaffst, dann kann dein Herzzentrum sich öffnen. Dann gehen wir von der Enge in die Weite rein. Sehr gut. Und nun spür beide Hände gleichzeitig. Bauch, Brust, verbinden. Verbinde das untere Zentrum mit dem mittleren Zentrum. Richte dich auf. Und sei für einen Moment für dich selbst in deinem Leben dein Halt. Auf dich hast du gewartet. Du bist die Lösung. Und lass den Atem immer ruhiger werden und tiefer werden. So wie ein Stein, der ins Meer geworfen wird. Jedem Ausatmen geht es tiefer und tiefer, sodass dein Nervensystem sich entspannt, Stress sich löst. Und heile Energie fließen kann. Was würde geschehen, wenn du die Liebe deines Lebens bist, wenn du dich als Liebe deines Lebens wählst? Was würde in deinem Leben geschehen? Was würdest du nicht mehr tun? Was würdest du tun? Welche Dinge würdest du nicht mehr konsumieren? Wo würdest du dir mehr Raum für dich selbst nehmen, um gerade bei dir zu sein, dich zu spüren und dich von der Ablenkung nicht mehr ablenken zu lassen? Wie sollen wir rausfinden, wer wir sind, wenn wir nicht zu Hause sind? Wie sollen wir rausfinden, wer wir sind, wenn wir immer nur bei anderen Infos reinholen, wer wir denn sind? Für dein Leben braucht es jetzt dich in deiner Kraft.
Und diese Kraft bekommst du, wenn du dich immer wieder mal abwendest von den äußeren Geschehnissen und einfach reingehst in dich selbst, tief atmest, dich löst von allen Verwirrungen draußen, deine Energien zurückziehst, vielleicht auch von Menschen, dass du dich erfüllst mit dir selbst. Für das sind wir hier. Gut, dann kannst du nochmal beide Hände auf deinen Bauch legen. Die Frauen haben die rechte Hand unten, die Männer die linke. Das hat mit Yin-Yang-Energie zu tun. Und spürt euch nochmal ganz gut in eurem Bauchraum, spürt die Bewegung, die Organmassage quasi im Innern des Bauches. Und dann lasst uns diese Übung abschließen, indem wir 9-mal in eine Richtung kreisen mit den Händen auf dem Bauch und dann die Richtung wechseln. Gut, noch einmal tief einatmen. Ausatmen, langsam die Hände lösen. Dann dürft ihr die Augen wieder öffnen, die Umgebung wahrnehmen. Bewegt euch etwas, vielleicht streicht ihr euer Gesicht ab, euer Körper streckt euch. Gähnt vielleicht auch, was gerade gebraucht wird. Ja, wie geht's euch damit? Wer mag was teilen jetzt von dieser kurzen Session hier? Was habt ihr wahrgenommen? Hat sich was verändert? Mag heute niemand sprechen hier. Renate, cool. Danke, Thomas. Ich finde, man ist wieder viel mehr im Körper angekommen. Ja. Also das merke ich jetzt speziell, weil man die letzten Tage doch ein bisschen irgendwo bin ich herumgeschwirrt. Mein Vater ist vor 10 Tagen gestorben und da merke ich einfach, ich bin einfach nicht bei mir selber. Also es war Ja. jetzt nicht so schlimm, weil er war schon 92, aber trotzdem, es ist einfach so viel im Außen gewesen und jetzt merke ich, jetzt bin ich einfach wieder bei mir und das tut richtig gut. Danke Ja, mega vielmals. cool. Voll schön. Danke dir. Hi Thomas, bei mir ist es so, ich bin sehr entspannter geworden, aber bin auch ein bisschen müde. Das ist schon okay. Es ist ja auch schon Abend. Darf ich schon ein bisschen müde sein. Gerade wenn man diesen Entspannungsmodus ja kommt, das ist ja eben, da kann die Energie wieder besser fließen. Was mache ich bei den Heilbehandlungen zum Beispiel? Ich schaue, dass der Klient eigentlich möglichst entspannt sein kann und dann kann er loslassen und dann kann die Energie einfach viel besser fließen. Und deshalb ist eh gut, weil da kannst du dich danach gleich hinlegen und einfach komplett loslassen. Genau, was habe ich da noch im Chat bekommen? Ganz viel Gänsehaut und Kribbeln, die Viviane, schön. Das ist ein Ausdruck von Qi, Gänsehaut. Die Nina ist auch sehr entspannt und müde jetzt. Genau. Sehr schönes Gefühl für die Sonja, perfekt. Ja, es ist dieses
Wissen, dass du dich einfach mal rausnehmen darfst von all den Geschehnissen und quasi eine Pause machen kannst. Einfach für dich, dass du wie sagst, okay, jetzt bin ich nur die nächsten 15 Minuten für mich da und ich spüre einfach rein. Ich spüre einfach rein und atme. So im Sinne von, dass du die Wichtigkeit von den Dingen, die gerade im Leben sind, ja, die Wichtigkeit rausnimmst. Weil wenn uns was mega wichtig ist, ist es mega wichtig, dass das und das und das ich, dann geben wir dem ja Energie. Aber wenn wir Energie geben, dann kann es sein, dass wir uns verausgaben, sozusagen. Und deshalb ist es wichtig wieder wichtig ist, dass die Wichtigkeit bei dir bleibt. Genau, dass das die Wichtigkeit nach außen geht. Ich glaube, so kann ich das erklären. Yeah. Noch was ist reinkommen? Mir ist es sehr warm geworden, sagt die Alex. Wunderbar. Okay, dann lasst uns in den zweiten Teil reingehen. Legt euch hin, ihr könnt auch sitzen bleiben, wie es euch einfach bequem ist. Und ihr müsst wirklich nichts tun, ihr könnt einfach passiv da sein, empfangen. Der Rest geschieht dann. Seid offen. Ich glaube, wir haben alle hier schon Erfahrung mit Energiearbeit, mit Energieübertragungen, mit solchen Dingen, so wie ich euch kenne und wahrnehme. Wir machen das so circa 20 Minuten. Ihr hört dann am Ende Musik, aber zuerst sind wir in der Stille. Die einschlafen, ist auch okay. Genau. So, alles klar? Dann legen wir los. Fragt euch noch, was ist das größte Geschenk, das ihr heute empfangen könnt von diesem Raum? Was ist das größte Geschenk?
Etwas. Wir müssen jetzt gar nicht groß quatschen. Bleibt noch ein bisschen da drin, genießt es noch, die Stimmung bleibt in der Stille. Ihr könnt mir dann sehr gerne ein Feedback schreiben. Entweder die Leute, die im Force-Chat dabei sind, dort rein oder mir persönlich dann senden. Da würde mich drüber freuen. Auch morgen ist möglich. Und ja, wer weitergehen möchte mit mir, Diamantherz-Begleitung ab 5. November. Oder dann nächstes Wochenende das Lifeforce-Seminar in der Schweiz mit mir und Leni. Das sind so die Termine. Ich habe noch eine... Ich sehe das Lied, das ist, wer fragt, wie das Lied heißt, das ist von Face Soul heißt der. Face Soul, Give Thanks. Face, das ist wie Gesichtsseele. Genau. Ja, voll gerne. Ich habe noch ein kurzes, wie sagt man dem, Sprüchlein für den Schluss, für den guten Schlaf. Okay. Ich erkenne, dass in mir ein geistiger Körper der Freude ist. Immer jung, immer schön. Gemüt, Augen, Nase, Mund, Haut sind schön und geistig. Und ich besitze den Körper des göttlichen Kindes, der heute Nacht vollkommen ist. Genau.
Schlaft gut, erholt euch gut und morgen einen grandiosen Start in die Woche wünsche ich euch. Danke fürs Dasein. Bis ein andermal. Alles Liebe.